Hallo und herzlich willkommen zu diesem Blockflötenvideo, in dem es darum geht, wie ihr schnelle Sätze beim Blockflötenspielen besser bewältigen könnt. Mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Eine Zuschauerin aus Deutschland hat mir geschrieben und mich gebeten, doch einmal ein Video zu machen, ganz allgemein zur Bewältigung des Spielens schneller Sätze auf der Blockflöte. Und das möchte ich gerne tun. Zunächst solltet ihr euch mal einen Überblick verschaffen über das Stück. Also zum Beispiel ganz banal, was steht drüber? Steht drüber Allegro oder Molto Allegro oder Presto oder Vivace? Je nachdem habt ihr dann schon so einen Eindruck, wie schnell das überhaupt sein soll, wobei die Tempobezeichnungen im Barock eigentlich keine echten Tempobezeichnungen waren, sondern eher Affektbezeichnungen. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Auf jeden Fall schaut euch an, wie schnell das in etwa gedacht sein soll. Und dann, ganz wichtig, guckt mal, was sind die schnellsten Notenwerte im Stück. Nach denen müsst ihr natürlich euer Tempo ein bisschen einrichten, nach euren Möglichkeiten. Also wie schnell könnt ihr die schnellsten Notenwerte in so einem Satz schaffen? Und danach richtet sich das gesamte Tempo des Stückes. Achtet dabei nicht nur auf eure schnellsten Notenwerte, sondern auch die im Bass. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer Bassblockflöte mitspielen würde oder auf dem Cembalo oder auf dem Klavier, Orgel, was auch immer. Jedenfalls ist der Bass ja auch vorgegeben vom Komponisten, wenn ihr ein Stück mit Basso Continuo spielt natürlich. Und da kann es schon mal sein, dass ihr in eurer Flötenstimme gar nicht so rasend schnelle Notenwerte habt, aber die Continuo-Spieler schon. Also ich zeige euch hier mal ein Beispiel aus dieser Händel-Sonate. Da ist euer Beginn recht harmlos. Aber im Bass geht es gleich ab mit Sechzehnteln. Und da müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass ihr eure eventuellen Mitspieler nicht in die Bredouille bringt. Aber ihr selbst bekommt zum Beispiel in diesem Stück eben auch noch schnellere Notenwerte später. Und da müsst ihr natürlich wissen, wie schnell ihr die schaffen könnt. Also auch wenn ihr ein Stück ganz solo spielt, schaut, was sind eure schnellsten Notenwerte und wie kriegt ihr die technisch überhaupt gespielt. Dann schaut euch als zweiten Schritt die Struktur dieser schnellen Passagen an, die ihr in dem Stück habt. Also handelt es sich um Tonschritte oder Tonsprünge. Gerade bei den Sprüngen ist man manchmal etwas überrascht und verspielt sich genau an dieser Stelle. Also ich habe hier mal ein Beispiel genommen aus einer Pepusch-Sonate, so eine kleine Sechzehntelstelle hier und die fängt mit Tonschritten an und dann kommt ein Sprung und ich wette, dass sich 90% der Spielerinnen und Spieler da verspielen, wenn sie das Stück noch nicht kennen. Ja, und wenn man sich bewusst ist, dass an genau dieser Stelle da ein kleiner Sprung kommt, dann klappt es auch. Deshalb wäre es gut, nicht einfach drauf loszuspielen. Und natürlich wollt ihr das Stück einfach mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht kennt. Aber wenn ihr es richtig gut spielen wollt, müsst ihr wissen, was passiert in dem Stück. Und dann ist natürlich klar, dass ihr
besonders schwierige Griffverbindungen einzeln herausnehmt und extra übt. Und zwar wirklich diese einzelnen Griffverbindungen, diese einzelnen paar Töne, die nicht klappen wollen, so häufig spielen, dass ihr, ich sag mal, mehr gelingende Versionen davon gespielt habt am Ende als misslungene, sodass die auch bei euch gespeichert werden. Also natürlich könnt ihr auch mal nach Lust und Laune das ganze Stück durchspielen, aber wenn ihr wirklich die schweren Stellen in den Griff kriegen möchtet, dann übt einzelne Stellen und langsam natürlich erstmal. Und dann könnt ihr das Tempo steigern. Ja, und last but not least die üblichen Basics, also Nummer 1, der Atem. Achtet darauf, wie ihr ein- und ausatmet, denn oft klappt irgendwas nicht im Stück und man weiß nicht genau, woran es liegt und dann ist der Atem zu hoch angesiedelt oder man atmet falsch. Also daran kann es auch liegen, wenn ein schneller Satz nicht klappt. Und dann ist es auch noch die Frage, wo ihr atmet. Zu der Ein- und Ausatmung, wann und wie, gibt es auch noch ein spezielles Extra-Video von mir. Auf jeden Fall achtet auf euren Atem, dass der richtig funktioniert. Achtet auf eure gesamte Haltung und natürlich die Fingerhaltung und auch die Artikulation im Stück. Also ob ihr ganz einfach gesagt genug Abwechslung reinbringt zwischen härterer Artikulation und weicherer Artikulation. Also eigentlich tü und dü oder t und d oder tü, rü oder was auch immer ihr macht. Auch in verschiedenen Sprachen ist das auch anders als im Deutschen zum Beispiel. Auf jeden Fall könnt ihr da auch nochmal darauf achten, dass ihr in eurer Artikulation viel Abwechslung habt. Dann ist die Zunge entspannter und kann schneller spielen. Ja, ich hoffe, ihr könnt mit diesen Hinweisen, diesen Tipps, eure schnellen Sätze beim Spielen etwas besser bewältigen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail, was ihr davon haltet, ob ihr noch andere Wünsche habt zu Videos. Und ja, bitte gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.